Und mittlerweile wurde es ja schon Tradition, dass Peggy und Sven mit Das ist mir genau nach der St. Champagner, Moritz den ich da fahren, oben. um dort beim Ach, Weitwurst dabei zu stimmt. sein. Beide haben dann auch immer noch eine Kamera Jetzt von mir geht's bekommen. los. Jürgen, wenn du da bist, geht's los. Das ging so sein. Zum Wohl. Auf ein Herzlichen wunderschönes Dank für den Wochenende. Schön, dass du Empfang. hier bist. Ja. Danke. Prost. Um mehr von der Zeit in den Bergen zu haben, entschlossen wir uns vor einigen Jahren dann doch schon am Donnerstag loszufahren. Hier auf dem Julierpass nach kurz vor St. Moritz habe ich nicht mitgefilmt, sondern habe ein Stückchen Video von meinem Motorradausflug im Frühjahr 2021 mit eingefügt, damit man die schöne Auffahrt des Schönetal sieht. Hier mache ich noch ein Foto, ja. Nach 10 Stunden gemütlicher Fahrt sind wir dann endlich im Hotel angekommen und ließen den Abend in der Pizzeria dann später ausklingen. Hier sind wir auch schon in Pontresina am nächsten Tag, der Freitag. Und in Pontresina kann man im Winter sogar Eisklettern. Und wir haben uns aber für Ja, eine auf Hotel Kutschfahrt Walter, entschieden, genau. die wir über das Hotel Walter gebucht haben. Das ging dann zum Rosegg-Gletscher. Dankeschön. Diese Tour machten wir auch schon 2020 und das gefiel uns so gut, dass wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt wiederholen. Jürgen, ein für dich. Oh, gerne. War heute schon zu viel? Wahrscheinlich so viel Schnee war dieses Jahr, ne? So, Prost! 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 Prost. Guck mal da hoch. Prost alle. Oh. Junge Dame, die wurde von dem Gastronomen Esmeralda getauft. Die Kutsche zum Rosegg-Gletscher brauchte Oh. eine Stunde hin und auch eine Stunde zurück. Und als wir zurück nach Pontresina kamen, sind wir dann in die Gondolessa vom Hotel Walter abgestiegen, wo noch ein leckeres Käsefondue auf uns wartet. Die ersten Aufnahmen vom See machte ich bereits am Freitagvormittag. Daher ist ja kein Mensch weiter zu sehen, aber auch ein sehr interessanter Blick. Hallo. Hi. Gut geht's. Du siehst auch noch gut aus. Ja, hallo. Grüezi, es freut mich. Hi. Mal
Hallo Tina, mein Schatz. Guten Moin. Morgen. Hey. Hallo, mein Schatz. Oh, schön, dich zu sehen. Oh, schön, dich zu sehen. Seit nunmehr ungefähr anderthalb Jahren bin ich mit diesem großen Fotobuch von Weitörf unterwegs, um es Anke persönlich zu überreichen. Nun hat es endlich geklappt. Ganz neu in St. Moritz bzw. beim Weitörf ist, dass es statt drei Renntage sechs gibt. Der Samstag ist als der Familientag mit angeschlossen. Der gehört den Kindern und Jugendlichen bzw. dem Nachwuchs. Die kleinen Ponys, das ist kein Nachwuchs, die werden nicht größer. Die Menschen hinten drauf schon. Hier mit der Siegerin Miss Valley of the Duchess, Kelly Hunziker. Emotionen von der Fahrerin, aber gut gegangen, ein tolles Pony und dann sehe ich die auf der anderen Rennbahn in der Schweiz sicher. So, die Preise werden überreicht von Martina Kessling-Amateur. Danke vielmals, Martina, für das Engagement mit Claudio Schmidt von der Geschäftsleitung White Turf und unseren Ehrendamen Celine und Sarah. Ein kurzes Briefing, dann werde ich sie Ihnen vorstellen. Ganz in Ruhe, wenn wir hinspannen. Jeder wird von Auf oder CS in Verzug bald von euch. Gini. Das ist violett, das Tuch mit Sophie Sutton in den violetten Farben. Und hier dabei ist Köbi Brugger mit Sophie Sutton in Violett und Ariosina. Das Pferd aus England. Der sich darum kümmern wird. Das Pony übrigens, meine Damen und Herren, aus die Bahn. Das ist das Pony Heffan mit Rahel Mag im Sattel. Sophie Ginter an den Seilen und dieses Pony wurde gehört. Ja, und hier wird das Siegerpferd ausgespannt, den Alexander, Achtung. Und Ihr Partner heute war Alexander der Große. Das Pferd mit Urs Rohner, ja. Vorsicht, Vorsicht, langsam Urs. Und unseren beiden Maskottchen ein schönes Bild mit Sarah und Celine, unseren Ehrendamen, die sechs Nachwuchs-Skiering-Fahrerinnen mit der Prinzessin in diesem Rennen. Auf das, was jetzt kommt. Dann ziehen Sie, treiben Sie, hast du gut erholt gesagt, ja? Gut, freuen wir uns. Hier der Kategorie 6. Ruhig! Gut her im Frühling. Und wer schon einmal ein Pferd im Schnee gefühlt hat, der weiß, was da ist. Hey, bravo! Hat es Spaß gemacht? Der Nachwuchs, jetzt hinter uns und der beiden Skiering fahren dort auf dem See und freuen uns auf eine schöne Runde. Achtung, es startet den Ihre Männer, ragazzi. Tenetevi bene e si parte! Bravi! So, das ist die zweite Runde und wir haben nachher dann noch wenig. Was für ein Bild! Alle dran, sagt André. Valeria gibt auch 6.000, jawohl!
Gut, Paul! Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Schau mal, wo dein Tuch ist. Das Tuch darf nicht so weit unten sein. Bremse, Rihanna. Sie bremst nicht gerne. Nicht gesagt, herzlich willkommen, liebe Freunde vom Whitehelf. Ich darf Sie im Namen von über 200 Volunteers ganz herzlich begrüßen hier im VIP-Zelt. All das, was wir hier haben, ist nicht möglich ohne ganz viele Firmen und Menschen, die das helfen zu finanzieren. Als wir geplant haben, Whitehelf 22, war die Situation sehr, sehr unsicher, ob, wie und in welcher Form wir das machen konnten. Und wir haben uns entschieden, wir möchten, wenn es irgendwie geht, den Abend an oder den Nachmittag Anlass vor dem großen Preis in irgendwelcher Form aufrechterhalten. Wir machen es heute hier auf dem See und ich denke, es ist eine schöne Atmosphäre und seit ein paar Tagen sind wir wieder maskenfrei. Whitehelf 2022 haben wir ja von 3 Renntagen auf 6 Renntage erweitert. Die Samstage gehören jeweils der Jugend und dem Nachwuchs. Der Macher dahinter ist Lupo Wolf. Die Siegerin war, das Mädchen war von den Emotionen so überwältigt, dann musste Lupo die Kleenex-Box rauszücken. Also es waren traumhafte Bilder. Beim Taxi-Skiering hatten wir bis 20 Kinder hinter dem Pferd. Also die Family Days war wirklich eine tolle Geschichte und ich kann Ihnen versichern, wir werden das weiterentwickeln. Die Family Days wird ein Bestandteil sein vom Whitehelf in Zukunft, weil wir auch uns der Jugend vom Rennsport verpflichtet fühlen. Und dafür gehört Lupo ganz herzlichen Dank. Er hat es absolut Weltklasse gemacht. Vielen Dank. Moin, ihr drei. Moin. Alles gut? Die Brille steht dir. Danke. Ja. Er ist der Fotograf von Berlin. Ich kenne ihn. Er hat nicht so lange Haare gehabt, vor 2 Jahren. Auf dem Dörf oben, ja. Guten Hallo. Tag. Moin. Geht euch die? Dankeschön. Dass wir das ein bisschen beschleunigen können, Nico? Ja. Dann gebe ich dir das. Hat er die alle? Bitte noch eins. Eins. An den Siegreiter Václav Janáček. Es gibt selbstverständlich wunderbare Armbanduhren aus dem Hause unseres Partners Longines für Besitzer, für Trainer und selbstverständlich auch für den Reiter. Und die Ehrenpreise im 82. Longines Großen Preis von St. Moritz. Und laufen Sie noch nicht zu weit weg, meine Damen und Herren. 19 Siege, 6-mal war er König vom Engadin. Wir erinnern Pretorius und Jena Wurz, die würde gerne schneller gehen als König Roger zulässt. Sie sehen hier mit den Jena Wurz mit König Roger an dritter Position aus dem Begleitung. Meine Damen und Herren, Siegerehrung Grand Prix Credit Suisse, Skiöhringrennen über 2700 Meter. Wir bedanken uns recht herzlich für die jahrzehntelange Partnerschaft beim Sponsor des traditionellen Skiörings Credit Suisse. BMK Racing aus Deutschland, der Trainer Christian Freiherr von der Recke
und die wohlverdienten Preise auch für den Siegfahrer, für Franco Moro. Nach der Enttäuschung im 100. gibt es einen weiteren Sieg im 101. Rennen. Herzliche Gratulation! Adrian.